Hallo und herzlich willkommen zu einem Unwetterspezial für die kommenden Tage, vor allem für den Mittwoch und den Donnerstag. Wir schauen aber zunächst mal auf den heutigen Dienstag und da sehen wir, wie sich eine Warmfront von Süden her langsam Richtung Landesmitte ausbreitet. Und da können sich auch im Tagesverlauf schon örtlich kräftige Gewitter einlagern, vor allem so im Bereich dieser Warmfront, aber besonders südlich davon, das heißt so im Süden und Südwesten, sind dann durchaus einzelne Gewitter mit Starkregen, aber auch örtlich mal Hagel- und Sturmböen drin. Wir gucken aber jetzt weiter auf den Mittwoch und da wird es eigentlich schon in der Nacht zum Mittwoch losgehen, dass schon neue schauerartige Regenfälle und Gewitter von Südwesten und Süden sich herausbreiten werden und dann so am Mittwochvormittag auch schon durchaus die Landesmitte erreichen. Also so die Gebiete dann auch von Hessen, möglicherweise schon Nordrhein-Westfalen und auch so Richtung Thüringen. Im Tagesverlauf am Mittwoch, dann werden sich wahrscheinlich die Gewitter durchaus verstärken, vor allem so von Nordrhein-Westfalen irgendwo über Hessen rüber so bis nach Thüringen und Franken. Und dann wird besonders die Unwettergefahr groß sein am Nachmittag, wahrscheinlich so von Niedersachsen, nördliches, östliches NRW, aber dann auch rüber, so über Nordhessen bis nach Thüringen, Franken und in den späteren Nachmittagsstunden und so zum Abend und in der Nacht wird sich das Ganze dann durchaus noch ausweiten im Bereich dieser wärmeren Luft, die vor allem noch nach Osten hin liegt. Wir sehen so in der Lausitz sind durchaus noch mal um 30 Grad möglich und dann besteht hier vor allem in den Abendstunden und eingangs der Nacht durchaus auch erhöhte Unwettergefahr durch heftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und auch örtlich sogar schweren Sturmböen. Wir gucken dann aber auch mal weiter auf den Donnerstag und da wird sich dann die Lage so darstellen, dass ein kräftiges Tiefdruckgebiet sich wahrscheinlich irgendwo über dem Osten entwickeln wird. Es sind weiterhin auch einzelne Gewitter möglich, aber überwiegend werden es eben diese schauerartigen Regenfälle sein, die übers Land ziehen und besonders besteht dann so in den östlichen Gebieten Unwettergefahr durch wirklich heftigen Starkregen. Das wird sich wahrscheinlich so abspielen, dass irgendwo ein Starkregengebiet morgen schon in Bayern unterwegs ist und dann Richtung Nachmittag und Abend wird sich wahrscheinlich ein Schwerpunkt einstellen, der so von Sachsen, besonders so im östlichen Sachsen der Lausitz liegt, vom Zittauer Gebirge her und dann weiter eben über das östliche Brandenburg, möglicherweise noch Berlin und im weiteren Verlauf auch Richtung Mecklenburg-Vorpommern. Hier können durchaus eben in kurzer Zeit, das heißt in wenigen Stunden, mal 50, 60 Liter Regen pro Quadratmeter runterkommen mit der Gefahr von Überschwemmung und eben auch an kleineren Bächen und Flüssen besteht dann durchaus eben plötzliche Hochwassergefahr. Es wird sich dann wahrscheinlich noch hinziehen, diese Wetterlage, bis in die Nacht zum Freitag und Freitag, da wird sich wahrscheinlich dieser Dauerregen und Starkregen weiter ausbreiten. Dann betroffen Mecklenburg-Vorpommern und wahrscheinlich auch Schleswig-Holstein-Hamburg können dann durchaus von kräftigen Regenfällen erwischt werden. Die Sache ist allerdings wirklich ziemlich unsicher, wie diese kleinen Tiefdruckgebiete sich entwickeln, wie die genau ziehen. Man kann es einfach nicht hundertprozentig sagen, welche Gebiete dann jetzt von diesem Starkregen erwischt werden. Es wird wieder, wie immer eigentlich, örtlich nur wirklich richtig zur Sache gehen, wo eben diese großen Regenmengen runterkommen. Für viele wird es einfach nur verregnet sein und das müssen wir die nächsten Tage genau verfolgen. Einfach uns auf Kachelmann Wetter bei Twitter folgen oder auf Facebook und wir werden natürlich auch im Wetterkanal weitere Updates geben. Die Links sind alle hier unter dem Video zu finden und dann wünsche ich trotzdem noch eine schöne Woche und sage bis zum nächsten Video und ciao.